Ja, herzlich willkommen zur Langen Nacht der Wissenschaft. Mein Name ist Johannes Krause, ich bin Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und leite hier die Abteilung Archäogenetik. Und ich möchte Sie heute mit auf eine Reise nehmen, nämlich die Reise unserer Gene, und möchte Ihnen eine Art Fenster in unsere Vergangenheit aufzeigen, was wir generieren, indem wir die DNA aus alten Knochen studieren, um etwas über die menschliche Geschichte und auch die menschliche Evolution zu erfahren. In den letzten Jahren hat es in der Genetik eine wahre Revolution gegeben. Und zwar liegt die hauptsächlich darin, dass die Maschinen, die es uns ermöglichen, die DNA zu entschlüsseln, diesen Basencode, diese Bausteine des Lebens, die sind wesentlich effizienter geworden. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was es vor zum Beispiel 15 bis 20 Jahren noch gekostet hat, ein menschliches Genom zu entschlüsseln, dann waren das Hunderte von Millionen von Euro. Heutzutage kostet das nur noch Hunderte Euro. Und das liegt hauptsächlich an diesen Maschinen, die die DNA entschlüsseln. So hatten wir zum Beispiel vor 15 Jahren im Labor eine Maschine, die konnte pro Tag 100 DNA-Sequenzen entschlüsseln. Heute haben wir eine Maschine, die kann pro Tag 20 Milliarden DNA-Sequenzen entschlüsseln. Das heißt, der Durchsatz der Maschinen hat sich verhundertmillionenfacht in den letzten 15 Jahren. Das heißt, es ist viel schneller und viel günstiger geworden, ein menschliches Genom zu entschlüsseln. Deswegen sagen einige Menschen auch, wir befinden uns in einer Art Genomzeitalter. Es gibt mittlerweile viele Menschen, die einfach ihren Speicher zu einer Firma schicken, die das Genom entschlüsselt, einfach nur so aus Spaß. Für unter 100 Euro kann man sowas schon bekommen und man lernt dann zum Beispiel etwas, wo die Gene, die man in sich trägt, herkommen, also aus welchen Teilen der Welt man vielleicht Vorfahren hat und die dann quasi ihre Gene an uns weitervererbt haben. Ja, also hier sieht man das mal, das sind unterschiedliche Firmen, die sowas anbieten und wie viele Millionen von Menschen, die in den letzten Jahren entschlüsselt haben. Also mehr als 20 Millionen Menschen bis ins Jahr 2019 haben das einfach so privat gemacht. Da gibt es eine App auf dem Telefon, habe ich auch für meine Eltern gemacht. Und da kann man im Prinzip sehen, wo die DNA-Schnipselchen herkommen. Man findet vielleicht andere Verwandte. Man lernt aber auch zum Beispiel etwas über die Gene, die man in sich trägt, und welchen Phänotyp die vielleicht verursachen, dass welche Krankheitsrisiken sie in sich tragen oder auch, was man für eine Haarfarbe oder Hautfarbe oder Augenfarbe hat, aber da kann man, ehrlich gesagt, auch in den Spiegel gucken. Da braucht man vielleicht keine Genomanalyse. Aber es ist tatsächlich was, was mittlerweile sehr schnell geht. Und natürlich auch in der medizinischen Genetik wird sowas viel ausgenutzt. Es gibt große Projekte, wo ganze Populationen erfasst werden, um zum Beispiel zu verstehen, welche Gene zum Beispiel welche Krankheiten verursachen. Was wir aber machen bei uns im Institut, ist, wir verwenden diese Entschlüsselung der DNA eher als eine Art Zeitmaschine, um etwas über die Vergangenheit zu lernen. Und wir machen uns zunutze, dass die DNA ein sehr, sehr stabiles Molekül ist. Das heißt, die kann auch Jahrtausende überstehen und kann deshalb diese Information aus der Vergangenheit nach heute bringen und uns etwas sagen, wie sahen die menschlichen Populationen in der Vergangenheit aus und wie haben sie sich im Laufe der Zeit verändert, wie sind sie auch miteinander verwandt zu der Zeit oder auch mit Menschen, die zum Beispiel heute leben. Und so können wir zum Beispiel etwas lernen über die Evolution des Menschen, indem wir Urmenschen und deren DNA untersuchen und mit den heutigen Menschen vergleichen, um uns dann anzuschauen, wie haben sich die Urmenschen in den paar Jahrhunderten oder Jahrtausenden, seitdem sie einst gelebt haben, verändert. Und vor allem auch, wie sind sie mit uns verwandt? Wer sind unsere Vorfahren? Wer sind vielleicht nur ausgestorbene Nebenzweige der menschlichen Evolution? Traditionell wird sowas durch Paläoanthropologen gemacht. Die schauen sich diese Fossilien an und schauen sich an, okay, die Morphologie weist eher auf diese Verwandtschaft hin oder diese Morphologie auf diese Verwandtschaft. Dann werden so Stammbäume erstellt, wo gesagt wird, okay, wenn man halt diese vielleicht Augenbrauenwülste hat, dann ist man eher mit dem verwandt als mit dem. Oder wenn man hier eine Beule am Hinterkopf hat, dann ist man vielleicht eher in die Gruppe als in die Gruppe einzuordnen. Aber man kann sich natürlich vorstellen, das ist gar nicht so leicht, weil häufig sind die Fossilien sehr stark fragmentiert und halt kein ganzes Fossil. Und dann ist Morphologie auch nicht immer so, dass sie sich so schnell ändert. Manchmal ist sie auch sehr lange so konstant, obwohl eigentlich sehr viel Zeit vergeht. Und was wir im Prinzip machen, ist, wir versuchen, DNA aus diesen Menschen aus der Vergangenheit zu gewinnen, um zum Beispiel was über die Evolution und Geschichte dieser Menschen zu erfahren. Und wie machen wir das? Wir haben im Prinzip einen Schädel zum Beispiel oder einen alten Knochen. Da bohren wir ein kleines Loch rein. Dann wird der Knochenpuder freigesetzt. Und aus diesem Knochenpuder können wir dann die DNA, die sich über die Jahrtausende erhalten hat, extrahieren. Und dann wird das Ganze aufbereitet im sogenannten Reinstraumlabor, damit dort keine Kontamination von heutigen Menschen reinkommt und wird dann in diese tollen Maschinen reingesteckt, die dann diese DNA und diese Millionen oder sogar Milliarden von DNA-Fragmenten entschlüsseln und am Ende wird das am Computer wieder zusammengepuzzelt. Man muss dazu sagen, DNA kann zwar die Zeit überdauern und das auch relativ lang,
allerdings nicht ganz so lang, wie viele vielleicht gehofft haben, die vielleicht das erste Mal einen solchen Vortrag hören oder auch ich, als ich in den 90er Jahren aufgewachsen bin und zum Beispiel Jurassic Park gesehen habe und gehofft habe, irgendwann werden wir vielleicht Dinosaurier-DNA entschlüsseln. Da muss ich leider den Leuten den Zahn ziehen, das ist leider nicht möglich. Aber immerhin wurden zum Beispiel in diesem Jahr erst Mammutzähne genetisch untersucht, die 1,6 Millionen Jahre alt sind. Das ist doch, denke ich, schon ganz schön alt. Das heißt, mehr als 1 Million Jahre kann man in der Zeit zurückgehen mit Hilfe von diesen Methoden. Und was haben wir jetzt gelernt in den letzten Jahren aus dieser Analyse der alten DNA, aber auch der DNA heutiger Menschen und zum Teil auch von archäologischen Funden und Fossilien über die menschliche Evolution? Und zwar sagt die uns einmal, dass der Mensch in Afrika entstanden ist. Das heißt, die Menschen, die heute auf der Welt wohnen, sind alles eigentlich Menschen, die abstammen von Menschen aus Afrika, die sich vor ungefähr 50.000 Jahren aus Afrika herausbewegt haben und dann die Kontinente besiedelt haben, Europa, Asien und Australien und dann so vor 15.000 bis 25.000 Jahren dann auch Nord- und später Südamerika. Das heißt, wir haben einen relativ kürzlichen gemeinsamen Vorfahren, die alle Menschen außerhalb Afrikas. In Afrika ist es ein bisschen tiefer, das heißt, der gemeinsame Vorfahre von allen Menschen auf der Welt heute in Afrika ist mehr als 200.000 Jahre alt. Interessanterweise sagt das auch, dass alle Menschen, die außerhalb von Afrika heute wohnen, eigentlich Ostafrikaner sind, weil wir das von den Ostafrikanern abgespalten haben und die Ostafrikaner mit uns näher verwandt sind als die Ostafrikaner mit Westafrikanern. Das heißt, wenn die Menschen immer von Afrikanern sprechen und Asiaten, Europäern, dann ist es eigentlich nicht ganz richtig, weil eigentlich sind alle Menschen auf der Welt Afrikaner, aber man müsste eigentlich dann unterscheiden zwischen Ostafrikanern, Westafrikanern, Südafrikanern, Nordafrikanern. Tut man nicht, aber so müsste es eigentlich korrekterweise sein, wenn man das Ganze aus biologischer Sicht zumindest betrachten würde. Es ist jetzt aber so, als die Menschen dann aus Afrika rausgekommen sind, da waren sie nicht allein. Es gab bereits Menschen außerhalb Afrikas, das waren keine modernen Menschen, so wie wir Homo sapiens, sondern das waren zum Beispiel Neandertaler, die gab es in Europa. Da gab es auch in Ostasien Urmenschen, zum Beispiel Homo erectus oder den Denisovaner, der wurde erst von uns vor 10 entdeckt anhand von einem kleinen Fingerknochen. Und das war sehr spannend, weil man kennt im Prinzip immer noch kein Fossil vom Denisovaner, außer diese kleinen Fingerknochen und noch ein paar Zähne und ein paar kleinere andere Knochenfragmente. Man weiß sozusagen gar nicht, wie Denisovaner aussehen, aber wir wissen anhand der genetischen Sequenz, dass es da einen Urmenschen gab in Asien, so eine Art asiatischen Neandertaler, der dort bis wahrscheinlich 50.000 bis 60.000 Jahren gelebt hat. Und das war sozusagen die asiatische Variante vom Neandertaler, der in Europa gelebt hat. Und dann gab es bis vor wenigen, vielleicht 60.000, 70.000 Jahren auch noch eine andere Urmenschenform in Südostasien auf einer kleinen Insel, die heißt Flores, die gehört heute zu Indonesien. Und auf dieser Insel hat man 2003 ganz kleine Menschen gefunden. Die waren nur so einen Meter groß, hatten vielleicht große Füße, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Aber man hat sie auch Hobbits genannt, Homo floresiensis oder Hobbits. Hobbits deshalb, weil zu der Zeit gerade Herr Ring im Kino bekam und vielleicht, weil sie so klein waren, hat man sie Hobbits genannt. Wenn man also mal über Urmenschen Hobbits liest, dann wissen Sie, da handelt es sich um den Homo floresiensis, das heißt diese Urmenschen, die dort gefunden wurden, die dann ausgestorben sind, genauso wie der Homo erectus, der Denisovaner und der Neandertaler. Und überall auf der Welt war dann plötzlich nur noch der moderne Mensch. Das heißt, der moderne Mensch hat all diese Menschen verdrängt, nachdem er vor 50.000 Jahren aus Afrika ausgewandert ist, dann nach Europa, Asien und nach Südostasien und Australien eingewandert ist. Und was wir uns jetzt gefragt haben in den letzten Jahren war es wirklich so, diese Geschichte? Oder könnte es auch sein, dass die sich vielleicht vermischt haben? Gibt es vielleicht dann doch noch ein bisschen von dieser Urmenschen-DNA an heutigen Menschen? Und um das natürlich zu testen, braucht man anhand das wirklich aufzuzeigen, nicht nur die Morphologie, das heißt das Aussehen, die Knochen, sondern am besten die DNA, um das direkt messen zu können. Und dafür haben wir zum Beispiel auch das Neandertaler Genom entschlüsselt. Das ist uns das erste Mal vor ungefähr 10 Jahren gelungen. Und wenn wir dann das Neandertaler-Genom mit dem Genom heutiger Menschen auf der Welt vergleichen, da findet man, dass sowohl in Europa als auch in Asien, Australien und in Amerika ungefähr 2% der DNA der heutigen Menschen vom Neandertaler stammt. Das heißt, tatsächlich scheint es irgendwo Genfluss gegeben zu haben. Das heißt, Neandertaler und moderne Menschen wahrscheinlich, als sie Afrika verlassen haben, haben sich genetisch miteinander vermischt. Das heißt, es gab eine Art Liebesbeziehung, vielleicht mehr oder weniger freundlich, in der es auf jeden Fall zu Kindern gekommen ist. Das heißt, Neandertaler und moderne Menschen haben Kinder gezeugt, allerdings in einem Verhältnis 1 zu 50. Das heißt, ein Großteil, 98% der DNA der heutigen Menschen außerhalb Afrikas stammt trotzdem von diesen Ostafrikanern, aber so ungefähr 2% auch vom Neandertaler. Das heißt, der Neandertaler ist gar nicht so richtig ausgestorben, sondern er lebt eigentlich noch in uns weiter. Mehr als die Hälfte des Genoms der Neandertaler findet man heute noch quasi in den Menschen
heute außerhalb von Afrikas. Aber nur außerhalb Afrikas, innerhalb Afrikas gibt es keine Neandertaler-DNA. Das heißt, die heutigen Menschen südlich der Sahara, die haben quasi keine Neandertaler-DNA in ihrem Genom. Wie war das jetzt beim Denisovaner? Haben wir ja auch mittlerweile das Genom dieses quasi asiatischen Neandertalers, dieses anderen Urmenschens. Und bei dem kann man sagen, auch der hat seine genetischen Spuren hinterlassen, allerdings nicht in den heutigen Europäern, auch nicht in den Afrikanern und nur ein kleines bisschen in den heutigen Ostasiaten, wie zum Beispiel Menschen aus China heute, aber in relativ großer Menge in den Menschen Papua-Neuguineas aus dem Hochland und auch Australiens, in den Aborigines. Das heißt, die haben ungefähr 5% ihrer DNA von diesen Denisovanern. Das heißt, die Denisovaner scheinen sich dort auch eingelassen zu haben mit frühen modernen Menschen. Und tatsächlich haben wir mittlerweile mindestens 10 Fälle von Vermischung, Hybridisierung wird das dann manchmal auch genannt, zwischen Urmenschen, also Denisovaner oder Neandertaler, und frühen modernen Menschen außerhalb Afrikas gefunden. Innerhalb Afrika bisher noch nicht, aber außerhalb von Afrika scheint es mehrere solche Ereignisse gegeben zu haben, wo sich Urmenschen und moderne Menschen miteinander eingelassen haben und Kinder gezeugt haben. Bei den Hobbits muss man dazu sagen, da haben wir leider noch keine DNA, aber wir arbeiten hier sehr intensiv daran. Hoffentlich können wir in Zukunft dann auch mal aus den Hobbits DNA bekommen, weil was die Hobbits genau waren und in welchem Verwandtschaftsverhältnis die zu uns stehen, das ist ein großes Mysterium. Sie sind sehr klein, sie haben ein sehr kleines Gehirn, aber haben viele Merkmale, die eher von dann noch modernen Menschen sehr ähnlich sind. Das heißt, man weiß noch gar nicht so richtig, wie man sie einordnen kann. Da gibt es Theorien, dass sie sich vor 3 Millionen Jahren von unserer Linie abgespalten haben oder vielleicht sogar erst vor wenigen 10.000 Jahren. Wir sind aber nicht nur in unserer Arbeit interessiert in der DNA der Menschen, um etwas über die Verwandtschaftsbeziehung dieser Menschen aus der Vergangenheit zu lernen, zum Beispiel indem wir DNA aus Zähnen oder aus Knochen extrahieren, sondern zum Teil interessieren wir uns auch für die Krankheitserreger, die wir noch in den Zähnen zum Beispiel der alten Menschen finden, die einst im Blut zirkuliert haben, als diese Menschen in der Vergangenheit gelebt haben. Das heißt, zusammen mit 3 Kollegen, Kirsti, Alexander und Verena, habe ich in den letzten Jahren ein neues Forschungsfeld aufgebaut, das nennen wir alte Pathogengenomik, in der wir aus den alten Knochen die Krankheitserreger genomweit rekonstruieren, um eine Art molekulare Fossilien zu erstellen, um zum Beispiel etwas zu lernen über die Mutationsraten, wie schnell verändern sich Krankheitserreger im Laufe der Jahrtausende, auch um die Interaktion zwischen Wirt und Pathogen, das heißt, wie passt sich ein Pathogen an den Menschen an? Wir haben das ja aus dem letzten Jahr erlebt, als der Corona-Erreger auf den Menschen übergesprungen ist, wahrscheinlich von der Fledermaus oder von einem Gürteltier und sich dann ausgebreitet hat, sich immer besser anpasst an den Menschen, das heißt, die Alpha-, Delta-, Beta-Variante, die sich dann schnell ausbreitet. Und genau diese Interaktion versuchen wir nicht nur innerhalb einer Pandemie zu verstehen, sondern über die Jahrtausende, weil uns das natürlich viel Informationen gibt über diese Wechselwirkung zwischen Mensch und Krankheitserreger. Und wir können vor allem auch identifizieren, welche Krankheitserreger haben welche Epidemien oder sogar Pandemien, wie zum Beispiel den Schwarzen Tod, in der Vergangenheit verursacht. Haben wir sehr viel am Pesterreger geforscht in den letzten Jahren, aber wir haben uns auch mit der Lepra beschäftigt durch die Zeit bis hin ins alte Ägypten. Wir haben uns mit der Syphilis beschäftigt, die wahrscheinlich aus der neuen Welt nach Europa eingeschleppt wurde im späten 15. Jahrhundert. Wir haben uns mit der Tuberkulose beschäftigt, die interessanterweise schon vor Kolumbus in Amerika grassiert, aber scheinbar von Robben auf Menschen übergesprungen war. Wir haben uns mit Salmonellen und dem Typhus interessiert, der durch die Salmonellen ausgelöst wird, der eine der Krankheiten war, die von den Spaniern nach Amerika eingeschleppt wurde. Und wir haben uns auch mit dem Ötzi beschäftigt, und zwar genauer gesagt mit dem eingefrorenen Magen des Ötzis, der ja über 5000 Jahre dort in den Alpen lag, und konnten aus diesem Magen Heliobacter pylori rekonstruieren. Das sind Bakterien, die im Magen leben, und konnten uns die anschauen im Vergleich zur heutigen Heliobacter pylori und wie die sich im Laufe der letzten 5000 Jahre verändert haben. Was wir auch gemacht haben in den letzten Jahren, ist, wir haben uns mit alten Viren beschäftigt. Leider nicht wie beim Coronavirus, es ist ein RNA-Virus. Da können wir leider nicht ran, weil die RNA nicht so gut erhält wie die DNA. Aber es gibt auch viele Viren, die aus DNA bestehen. Und zum Beispiel Hepatitis B, das haben wir uns in den letzten Jahren zusammen mit dem Kollegen aus Kiel, dem Bent-Jura Krause, angeschaut, um etwas über die Evolution der Viren zu lernen, und konnten da zum Beispiel zeigen, dass diese alten Viren, die wir aus bis zu 7000 Jahre alten Proben aus Mitteldeutschland bekommen haben, eher so aussehen wie die, die wir heute in Menschenaffen finden und nicht so, wie wir Hepatitis B bei Menschen finden, was eine große Überraschung war, die, glaube ich, noch in den nächsten Jahren für viel Grübeln und viel Erklärungsversuche sorgen wird.
Was man auch an der Stelle sagen muss, ist, dass diese Art von Forschung immer medial sich sehr gut verkauft. Das ist immer sehr viel Interesse, vielleicht wegen Jurassic Park, vielleicht auch diese Idee, dass man quasi DNA aus der Vergangenheit untersucht. Hier mal so ein Beispiel für diese Studie. Da gab es eine ganze Reihe von Zeitungsartikeln in New York Times, Washington Post, Spiegel und so weiter. Was an sich natürlich sehr schmeichelnd ist. Manchmal sind dann aber auch die Boulevardmedien, die hier mit aufspringen, wie hier war es zum Beispiel die Bild-Zeitung, die dann diesen alten Fall von vor 7000 Jahren als den ältesten Sexstrolch getitelt hatte, da freut man sich vielleicht nicht ganz so sehr, vor allem nicht, wenn man dann ein Bild von sich selbst auf der Bildzeitung hat mit diesem Titel, aber das vielleicht nur so am Rande. Heute soll es allerdings nicht um die Krankheitserreger gehen, sondern hauptsächlich um die genetische Geschichte. Das heißt, was können wir aus dieser DNA, aus diesen alten Fossilien über die Geschichte der Menschen selbst lernen? Und das Ganze beginnt eigentlich so richtig vor über 10 Jahren mit einer Studie von einem Kollegen, John Novembra aus Chicago. Und was der und seine Kollegen gemacht haben, ist, die haben aus insgesamt 3000 Menschen, die heute in der Schweiz leben, die DNA analysiert und haben die Leute nur daran teilnehmen lassen an der Studie, wenn sie gesagt haben, dass ihre Großeltern aus derselben Region irgendwo in Europa kommen. Und dann haben sie diesen riesigen Datensatz generiert. 3000 Menschen. Und mehrere hunderttausend Stellen im Genom, das ist ein Riesendatensatz, den man jetzt runterbrechen kann auf zwei Dimensionen. Da gibt es eine Methode, ist im Prinzip so eine Art statistischer Trick, wie man aus dem großen Datensatz einen Datensatz oder eine Analyse generiert, eine Hauptkomponentenanalyse, so nennt sich das Ganze, die unser Gehirn recht gut verstehen kann, weil sie zweidimensional ist, weil man im Prinzip die Hauptvariation im Datensatz, die erste Hauptkomponente und die zweite Hauptkomponente gegeneinander aufträgt. Das hat man jetzt hier getan. Und jeder Punkt jetzt hier ist eine der 3000 Personen. Und wenn ein Punkt und ein anderer Punkt nah beieinander sind, heißt das, diese zwei Personen sind nah miteinander verwandt. Wenn ein Punkt und ein anderer Punkt weit voneinander entfernt sind, dann sind sie nicht so nah miteinander verwandt. Und was danach gemacht wurde, ist, danach hat man die Menschen eingefärbt nach der Herkunft ihrer Großeltern. Und das ist jetzt wirklich spannend, weil wenn man sich das jetzt anschaut, sieht man alle Leute, die gesagt haben, meine Großeltern kommen aus Spanien, die haben diese dunkelblaue Farbe bekommen. Und alle Leute, die gesagt haben, meine Großeltern kommen aus Portugal, haben lila bekommen. Alle Leute, die gesagt haben, meine Großeltern kommen aus Frankreich, haben gelb bekommen. Schweiz, dieses rosa hier. Hier ist Großbritannien, Irland, Schottland, Niederlande, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Österreich, Italien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Tschechien, Polen, Rumänien. Sie sehen vielleicht, was das eigentlich ist. Das ist die Europakarte. Ja, und das ist wirklich verrückt, dass quasi aus den Genen dieser Menschen, die heute in der Schweiz leben, aber deren Vorfahren aus unterschiedlichen Teilen Europas kommen, man die Landkarte Europas rekonstruieren kann. Das heißt, in unseren Genen steckt nicht nur die ungefähre Herkunft, sondern sogar die Topografie. Man sieht die Iberische Halbinsel, man sieht die britischen Inseln, man sieht den Schuh von Italien, ja, man sieht vielleicht sogar hier Skandinavien. Das heißt, in der DNA steckt auch eine Information über im Prinzip die natürlich geografischen Barrieren, weil wenn dann mehr ist, dann kann man sich nicht so gut genetisch austauschen wie hier zwischen der Iberischen Halbinsel und Italien. Das heißt, dazwischen sind keine Menschen in dieser Art genetischem quasi Raum. Ja? Und was wir jetzt im Prinzip machen, ist, wir versuchen diese, was wir genetische Struktur nennen, das heißt die genetischen Verwandtschaften der Menschen, die heute in Europa leben, das versuchen wir durch die Zeit zu rekonstruieren und zurückzugehen und zu gucken, wie sah das vor 500 Jahren aus? Vor 1000 Jahren, vor 5000 Jahren, vor 10.000, vor 50.000 Jahren, um im Prinzip die Herausbildung dieser genetischen Struktur durch die Zeit zu verstehen. Und das wirklich über die letzten 50.000 Jahre, seitdem die Menschen hier in Europa eingewandert sind. Und da kann man sich natürlich ganz unterschiedliche Zeitperioden dann angucken und miteinander vergleichen und gucken, ist das jetzt noch dasselbe in der Zeitperiode im Vergleich zur nächsten? Oder hat sich da was verändert, weil zum Beispiel Menschen eingewandert sind, weil es zum Beispiel eine genetische Verschiebung gab, weil plötzlich Menschen, die vorher auf der Iberischen Halbinsel waren, plötzlich in Skandinavien sind oder aus Anatolien nach Großbritannien eingewandert sind. Und da kann man sich ja halt diese Zeitscheiben angucken, die ich jetzt mal hier dargestellt habe für nur Mitteleuropa. Die sind dann häufig nach der Kultur benannt. Da gibt es die Steinzeit, die Bronzezeit, die Eisenzeit, die dann quasi Mittelalter und Neuzeit. Und dann gibt es auch die sogenannten geologischen Zeitperioden, ja, das Eiszeitalter, das Pleistozän. Das Holozän und das Anthropozän, das heißt, in die Zeit, in der wir heute leben, wo man jetzt sagt, der Mensch hat den Planeten so stark verändert, dass jetzt das Menschenzeitalter wieder eigentlich seit vielleicht ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Jahren über die Erde hereingebrochen ist, muss man vielleicht sagen.
Und das ist was, was man selbst in Millionen von Jahren noch messen könnte, dass sich da in der kürzlichen Geschichte jetzt gerade was geändert hat, deswegen dieses Anthropozän-Zeitalter. Viele dieser Zeitperioden sind in der sogenannten Vorgeschichte. Das heißt, wir haben keine historischen Dokumente, wir können wenig darüber sagen, wer ist da nach wo gewandert, weil niemand hat irgendwas aufgeschrieben. Und deswegen weiß man aus der Zeit sehr wenig. Man hat nur archäologische Funde, man hat Knochen, aber man hat zum Beispiel keine Geschichte. Und das ist im Prinzip das, was wir jetzt mithilfe der Genetik vielleicht irgendwo anreichern können. Wir können eine Art genetische Geschichte diesen Populationen, diesen Menschen aus der Vergangenheit geben, weil wir können natürlich deren Verwandtschaften und deren Bewegung durch quasi Zeit und Raum relativ gut mithilfe der Genetik dann darstellen. Und eine Zeitperiode, die uns hier besonders interessiert hat, die ich heute herausgreifen möchte, ist die sogenannte Neolithische Revolution. Die hat vor ungefähr 7000 Jahren bei uns hier in Mitteleuropa stattgefunden und das ist der Übergang vom Jäger und Sammler zum Ackerbau. Das heißt, die Menschen lassen sich nieder, die Menschen bauen Dörfer und Häuser, die domestizieren Tiere und auch Pflanzen. Und das ist ein völlig anderer Lebensstil als zuvor, weil wir waren vorher 6 Millionen Jahre Jäger und Sammler und dann vor 7000 Jahren haben wir genug davon, lassen uns nieder und haben eine völlig andere Lebensweise. Und was sich viele Archäologen sehr lange gefragt haben, ist, ob dieser Wandel vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern einfach nur ein Wandel der Kultur war. Das heißt, haben die einfach gesagt, ich habe jetzt genug vom Jagen und Sammeln, ich baue jetzt ein Haus und diese Ochsen da drüben, den mache ich mir untertan. Oder ist es so, dass diese Ideen, quasi der Ackerbau, sich quasi nicht ausgebreitet haben, nur einfach, sondern dass es tatsächlich Menschen waren, die diese Ideen mitgebracht haben. Das heißt, dass Menschen eingewandert sind und vielleicht die lokalen Jäger und Sammler verdrängt haben. Das heißt, dass da neue Menschen kamen mit dieser neuen quasi Lebensweise und vielleicht die Jäger und Sammler plötzlich verschwunden sind. Ja? Und das ist so eine Frage, die man häufig in der Archäologie hat. Manchmal wird die auch so kurz abgetan als Pots of People, Töpfe oder Menschen. Das heißt, wenn ich eine Veränderung sehe in der Kultur, ist es dann auch verbunden mit einer Einwanderung von Menschen. Das heißt, wenn in der Archäologie sich plötzlich eine neue, plötzlich haben die neue Keramik oder die haben plötzlich Rad und Wagen, das hatten sie vorher nicht, war das, weil Menschen eingewandert sind oder ist es eher so, dass sich einfach nur die Ideen ausgebreitet haben oder jemand hatte die Idee zu der Zeit und deshalb verändert sich die Kultur. Und das ist eine Frage, die man anhand von nur der Archäologie sehr schlecht beantworten kann, aber mit der Genetik kann man das ganz gut, weil mit der Genetik kann man direkt messen, ist es jetzt nur die Kultur, die sich verändert, dann würde ich erwarten, dass sich die Gene nicht verändern. Das heißt, die Gene mit der vorherigen Kultur und mit der neuen Kultur, das heißt Jäger und Sammler und Ackerbauen, sind genetisch quasi in Kontinuität. Die sind quasi identisch und sehr, sehr ähnlich, sehr nah miteinander verwandt. Wohingegen, wenn Menschen kommen, dann verändert sich natürlich die Genetik der Menschen. Wenn ich heute nach New York gehe, da sehen die Menschen nicht so aus wie vor 500 Jahren, als dort Indianer gewohnt haben, sondern sie sehen aus wie Menschen aus der ganzen Welt, weil Menschen eingewandert sind. Und sowas kann ich natürlich dann auch mithilfe dieser Analyse der alten Knochen in der Vergangenheit genauso auch aufzeigen. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren für viele, viele Individuen gemacht. Das ist jetzt eine ältere Studie von vor ungefähr 5 Jahren, wo wir die ersten 250 knapp Skelette hier analysiert haben aus unterschiedlichen Teilen Europas. Man sieht, sehr viele kommen ja aus Mitteleuropa, aus der Mittelelbe-Saale-Region hier bei uns in der Nähe von Leipzig, weil wir da eine sehr enge Kooperation mit dem Landesmuseum, mit dem Landesamt für Denkmalpflege in Halle in diesem Projekt hier durchgeführt haben, um etwas zu lernen über diese genetische Geschichte der Menschen in Europa. Und man sieht diese Menschen hier, die hier analysiert worden sind, aus den letzten 10.000 Jahren. Das ist die Ältesten, sind so 9.000 bis 10.000 Jahre alt, die Jüngsten ein paar tausend Jahre alt. Und was man jetzt machen kann, ist wirklich so eine Zeitreise. Jetzt kann ich sie wirklich auf die Zeitreise mitnehmen und kann sagen, wir beginnen die Zeitreise vor 8.000 Jahren. Das heißt, in der Zeit, als bei uns in Europa nur Jäger und Sammler gelebt haben. Hier in Mitteleuropa gab es zu der Zeit noch keinen Ackerbau. Ja. Wie sahen diese Jäger und Sammler aus? Man sieht hier im Prinzip wieder so eine Wolke. Die grauen Punkte hier sind die Menschen von heute. Das wären die heutigen Europäer. Das wären Menschen aus Nordafrika und dem Nahen Osten. Das sind Menschen aus Anatolien. Hier wäre der Kaukasus. Und das ist im Prinzip Mitteleuropa, Osteuropa. Das ist die Iberische Halbinsel hier. Und das wäre zum Beispiel Sardinien, also quasi eine Insel im Mittelmeer. Das heißt, man hat wieder so geografische Strukturen in den heutigen Menschen. Aber hier haben wir jetzt die alten Menschen, die Jäger und Sammler aus der Vergangenheit. Und man sieht ganz klar, die Jäger und Sammler, die fallen außerhalb der Diversität der heutigen Europäer. Das heißt, heutige Europäer sind nicht in direkter Kontinuität mit den Jägern und Sammlern. Zu dieser Zeit vor 8000 Jahren gab es aber bereits Ackerbau, aber nicht hier bei uns in Mitteleuropa, sondern in Anatolien. Da kommt der Ackerbau wahrscheinlich her. Da finden wir zumindest die ältesten Zeugnisse. Mehr als 10.000 Jahre lang gibt es dort schon Ackerbau.
Und wenn wir uns die anschauen, diese anatolischen frühen Ackerbauern, dann sehen die genetisch anders aus als die Jäger und Sammler Europas. Das heißt, die fallen hierhin nicht so nah an die heutigen Menschen, die in Anatolien wohnen. Das heißt, in Anatolien gibt es auch noch viel genetische Geschichte zu erzählen, aber sehen auf jeden Fall ganz anders aus als die Jäger und Sammler, die in Westeuropa zu der Zeit gewohnt haben. Und jetzt machen wir den Zeitsprung. Jetzt gehen wir von 8000 vor heute auf 7000 vor heute und schauen uns an, wie dann plötzlich die Menschen aussehen, die hier bei uns in der Mittelelbe-Saale-Region, also das heißt hier in Mitteleuropa, und zwar sehen die so aus. Ja? Das sind jetzt die ersten Ackerbauern Mitteleuropas. Das heißt, die Jäger und Sammler, die vor 8000 Jahren hier gelebt haben, die sahen so aus. Die ersten Ackerbauern, die hier bei uns leben, die können wir genetisch kaum oder gar nicht unterscheiden von den ersten oder von den frühen Ackerbauern Anatoliens. Und das zeigt ganz klar, dass es zu dieser Zeit eine Einwanderung gegeben haben muss. Und die Einwanderung ist sogar relativ groß, weil diese Menschen zu dieser Zeit eigentlich so gut wie keine DNA von Jägern und Sammlern in sich aufweisen. Das heißt, es sind auch keine Mischpopulationen, die sich da wild gemischt haben mit den quasi Ureinwohnern Europas, sondern die kommen hierher mit dem Ackerbau, lassen sich hier nieder, legen ihre Äcker an, aber verstehen sich vielleicht noch nicht so gut mit den Jägern und Sammlern. Zumindest scheinen sie sich nicht großartig für die ersten paar hundert oder tausend Jahre mit ihnen zu vermischen. Jetzt machen wir einen weiteren Zeitsprung. Jetzt gehen wir von 7000 auf 5000 vor heute. Das ist dann die sogenannte Kupferzeit, die Zeit, in der zum Beispiel der Ötzi gelebt hat. Und in dieser Zeit verschieben sich die Menschen wieder ein bisschen. Man sieht, nach dieser Einwanderung aus Anatolien sehen die Menschen der Kupferzeit dann doch ein bisschen anders aus. Ja? Die verschieben sich in diese Richtung, und zwar in die Richtung der Jäger und Sammler. Und tatsächlich, wenn wir in die Genome reingucken, dieser Menschen, die vor 5000 Jahren in Mitteleuropa gelebt haben, dann haben die plötzlich Abschnitte ihrer DNA von Jägern und Sammlern. Das heißt, die vermischen sich. Das heißt, die Jäger und Sammler sterben nicht aus, nachdem die Menschen aus Anatolien kommen, sondern sie sind noch da. Sicherlich gibt es viele Regionen, wo kein Ackerbau möglich ist, und über die Zeit vermischen die sich und es entsteht eine Mischpopulation. Und genau diese Mischpopulation haben wir dann vor 5000 Jahren. So sieht dann ganz Europa aus. Also die Menschen Schwedens oder der Bergischen Halbinsel, Menschen Mitteleuropas, Osteuropas, die sehen alle so aus. Also egal, ob ich da in der Ukraine bin, in Großbritannien bin, in Spanien bin oder in Schweden bin, alle Menschen vor 5000 Jahren sehen so aus. Ja? Ganz ähnlich im Übrigen wie die Menschen, die heute in Sardinien wohnen, weil die haben sich danach nicht mehr verändert, nach 5000 Jahren so stark. Aber das sind die heutigen Europäer. Das heißt, die Geschichte ist nicht zu Ende vor 5000 Jahren. Da muss noch irgendwas passieren. Das heißt, wie kann es sein, dass die heutigen Mitteleuropäer so aussehen und die vor 5000 Jahren so? Das heißt, irgendwas muss hier noch passieren. Tatsächlich, wenn ich jetzt in der Zeit nur 200 Jahre in die Zukunft gehe, von 5000 auf 4800 vor heute, dann passiert etwas, und zwar sehen die Menschen der Mittelelbe-Saale-Region plötzlich so aus. Ja? Und zwar ganz ähnlich wie zur ähnlichen Zeit vor 5000 Jahren die Population Osteuropas, die in der Bronzezeit hier nördlich vom Kaspischen Meer und nördlich vom Schwarzen Meer gewohnt hat. Das sind diese Bronzezeit-Menschen hier vor 5000 Jahren, sahen die so aus. Und vor 4800 Jahren sehen unsere Menschen der Mittelelbe-Saale-Region plötzlich fast genauso aus wie die Menschen, die vor 5000 Jahren in Osteuropa, ganz weit in Osteuropa, nämlich nördlich vom Kaspischen Meer oder nördlich vom Schwarzen Meer gewohnt haben. Ja, also hier zum Beispiel diese orangen Dreiecke, die man hier sieht, das sind Menschen aus der Mittelelbe-Saale-Region, aus der sogenannten Schnurkeramikkultur. Und genetisch können wir die kaum unterscheiden, und einige können wir sogar gar nicht unterscheiden, von Individuen, die aus dieser Region kommen und die zur sogenannten Yamnaya-Kultur gehören. Die Yamnaya-Kultur, die war ungefähr vor 5200 bis ungefähr 4300, 4400 Jahren sehr verbreitet hier in der Region, in der sogenannten Pontischen Steppe nördlich des Schwarzen Meeres. Und diese Kultur, beziehungsweise die Population, die mit der Kultur assoziiert ist, scheint sich zu dieser Zeit auszubreiten. Nach Osten bis ins Altaigebirge, also bis weit nach Sibirien, und nach Westen bis nach Mitteleuropa. Das heißt, hier wandern wieder Menschen ein, und zwar massiv. Viele scheinbar, weil es wieder zu einer großen genetischen Verschiebung kommt. Das heißt, von hier der Kupferzeit 5000 auf 4800 vor heute, das ist eine genetische Verschiebung, die ist so massiv, dass ungefähr 95% der Gene der Menschen, die in Großbritannien vor 5000 Jahren gewohnt haben, ersetzt werden durch diese Menschen, die scheinbar zu dieser Zeit vor ungefähr 4600 bis 4800 Jahren dann nach Großbritannien einwandern. Ja, also nur mal das in Relation zu setzen, um heute eine ähnliche genetische Verschiebung in Deutschland zu produzieren, wie es sie damals gegeben hat, bräuchten wir allein
nach Deutschland ungefähr 1 Milliarde Einwanderer. Ja, also wirklich extrem viel. Nach ganz Europa 10 Milliarden. Ja, so viele Menschen gab es natürlich zu dieser Zeit noch nicht und so viele gibt es auch heute nicht. Das heißt, die Anzahl der Menschen in der Bronzezeit war natürlich geringer, als sie das in späteren Jahrhunderten oder Jahrtausenden war. Aber es muss trotzdem sehr, sehr viele Menschen gegeben haben, die sich ja aus der Steppe in Richtung Mittel- und Westeuropa bewegt haben. Das kann man auch mit anderen Methoden recht gut aufzeigen. Das ist eine sogenannte Admixture-Analyse. Man sieht hier im Prinzip dargestellt die Zusammensetzung der Bevölkerung aus diesen drei Ursprungspopulationen. Also einmal die Ureuropäer, die frühen Ackerbauern aus Anatolien und hier diese Menschen, die aus der Steppe, die der Damnaya-Kultur assoziiert sind, eingewandert sind. Und wir sehen im Prinzip, das ist hier vor ungefähr 7000 Jahren, da hat man quasi nur die frühen Ackerbauern. Über die Jahrhunderte bis ungefähr 5000 Jahre kommt diese blaue Komponente dazu, die stammt von den Wildbeutern, von den Jägern und Sammlern, die noch in Europa sich befinden und sich mit denen scheinbar vermischen. Und dann vor 4800 Jahren kommt es zu diesem Bruch, da kommt plötzlich diese neue Komponente rein. Das heißt, da kommen Menschen aus der Steppe scheinbar nach Europa und bringen hier eine neue genetische Komponente mit nach Europa und verschieben dann dementsprechend die genetische Zusammensetzung der Bevölkerung in großen Teilen Westeuropas. Und das findet man auch noch heute in den heutigen Genen der heutigen Menschen. Das heißt, das ist im Prinzip die gleiche Analyse für die heutigen Menschen Europas. Man sieht, man hat alle drei Komponenten in unterschiedlicher Menge. Das heißt, die Menschen in Nordeuropa haben zum Beispiel mehr von dieser Komponente aus der Steppe. Das heißt, mehr von dieser quasi mit Yamnaya assoziierten genetischen Komponente. Wir sehen in anderen Teilen, vor allem im Mittelmeerraum, zum Beispiel Albanien, Griechenland oder auch vor allem in Sardinien, haben wir nur ganz wenig davon. Dafür haben wir da sehr viel von dieser frühen Ackerbauernkomponente, die da aus Anatolien nach Europa eingewandert ist. Das heißt, zusammenfassend, was kann man hier sagen? Wir haben ganz starke Indizien dafür, dass es zumindest zwei großen Einwanderungen in der Jungsteinzeit, das heißt in dieser Zeit, als der Ackerbau entsteht, nach Europa gegeben hat. Das heißt, die ersten Ackerbauern kommen vor ungefähr 9000 Jahren beginnend aus Westanatolien über den Balkan nach Mitteleuropa. Da kommen sie dann vor ungefähr 7500 Jahren an und bringen quasi neue Gene mit, aber auch den Ackerbau, die Viehzucht und im Prinzip die Lebensgrundlage für 99% der heutigen Weltbevölkerung. In den nächsten paar tausend Jahren, zwischen 7000 und 5000, passiert gar nicht so wahnsinnig viel. Da ist eigentlich relativ Stille. Da vermischen sich wahrscheinlich die Jäger und Sammler und die eingewanderten Ackerbauern, aber es kommt nicht viel Neues von außen dazu. Das ist dann aber anders vor 4800 Jahren. Da kommt es dann zu dieser Einwanderung aus dieser pontischen Steppe, aus der Region nördlich des Schwarzen Meeres. Kommen Menschen, breiten sich nach Mitteleuropa aus und bringen im Prinzip diese neue genetische Komponente mit, diese Steppenkomponente, die vorher nicht da war. Und wir haben uns jetzt sehr intensiv in den letzten Jahren damit beschäftigt, zu erklären, warum war das so? Weil Archäologen haben das in dem Ausmaß nicht gesehen. Und die Genetik spricht hier ganz klar für eine massive Einwanderung. Das heißt, was waren die Gründe? Was hatten diese Menschen aus der Steppe, was die Menschen quasi aus Mitteleuropa, die vorher hier gelebt haben, nicht hatten? Beide waren ja im Prinzip dann schon Menschen, die zumindest Viehzucht kannten und Ackerbau kannten. Da gibt es viel Spekulation. Es gibt auch nicht die eine Antwort. Aber was ganz interessant war, ist, dass wir zu der Zeit auch Krankheitserreger in diesen Menschen finden. Und zwar nicht irgendein Krankheitserreger. Der Krankheitserreger, der sich zu dieser Zeit das erste Mal scheinbar ausbreitet, ist ein alter Bekannter von uns. Und zwar ist das der Pesterreger, Yersinia pestis. Und zwar haben wir in einer ganzen Reihe von Individuen aus dieser Zeit Pesterreger in diesen alten Skeletten gefunden. Wir konnten die dann auch rekonstruieren, die Genome rekonstruieren und so eine Art Familienstammbaum erstellen der Pest. Was man hier hat, sind im Prinzip moderne Peststämme, die es auch heute noch gibt, beziehungsweise hier ist die aus der Zeit des Schwarzen Todes oder aus dem Römischen Reich, die Justinianische Pest. Und hier unten vor ungefähr 5500 Jahren zeigt sich diese, was wir jetzt Steinzeitpest nennen, von den heutigen Pesterregern ab. Und was ganz interessant ist, ist, dass der Älteste tatsächlich auch ganz tief in den Stammbaum fällt. Aus dem Ältesten entsteht der Zweitälteste, aus dem Zweitältesten entsteht der Drittälteste, aus dem Drittältesten entsteht der Viertälteste und so weiter. Das Ganze ist eine ganz seltsame Form von Evolution. Es scheint so zu sein, dass diese Krankheit sich immer weiterentwickelt. So ein bisschen auch wie Corona heute, ja, wo wir quasi eine Virusvariante haben, die dann ersetzt wird durch eine neue Virusvariante, die dann ersetzt wird durch eine neue Virusvariante. Das heißt, der Stammbaum von Corona würde im Prinzip ganz ähnlich aussehen. Und man kann sich das Ganze dann auf der Karte dann auch anschauen. Und dann hat man aber sowas wie der Älteste ist hier, der Zweitälteste dort, dort der Dritte, dann der Vierte, aus dem entsteht der Fünfte, der Sechste und der Siebte. Das sieht erstmal ziemlich wüst aus. Aber
Das entspricht im Prinzip genau der Geschichte, die ich Ihnen gerade erzählt habe über die menschliche Bevölkerung, die sich genau so auch ausbreitet. Von der Region, wo der Älteste ist, nach Osten und nach Westen. Und dann später gibt es eine Rückbewegung vor 3600 Jahren, wo sich Menschen aus Mitteleuropa bis nach Zentralasien ausbreiten mit der sogenannten Andronovo-Kultur. Das heißt, scheinbar gibt es hier eine direkte Korrelation. Das heißt, diese Menschen, die sich hier bewegen von der Steppe, im Prinzip in die unterschiedlichen Regionen, scheinen wirklich den Erreger mitzubringen. Also der breitet sich hier mit der menschlichen Bevölkerung aus. Was auch sehr spannend ist, ist, wenn ich in die Genome schaue, dieser Pesterreger aus der Steinzeit, dann fehlt denen was. Ja? Die haben eine Lücke. Und zwar im Genom fehlt genau die Region, die notwendig ist, dass diese Erreger durch Ratten und Flöhe übertragen werden. Das heißt, so wird die Beulenpest verursacht. Und zwar ist es ein Flohbiss und der Lymphknoten in der Nähe des Flohbisses, der schwillt an. Und das ist quasi die Beule in der Beulenpestform. Es gibt auch noch eine andere Form von Pest, die kennen Sie vielleicht, die Lungenpest. Und tatsächlich gehen wir davon aus, dass dieser Erreger keine Beulenpest verursachen konnte, sondern nur eine Form von Sepsis. Das heißt, er ist tödlich, wenn er ins Blut kommt. Aber wahrscheinlich kommt er nicht über den Flohbiss ins Blut, sondern über Tröpfcheninfektionen. Also wieder, genauso wie Corona heute. Die Leute haben sich wahrscheinlich angehustet und dann direkt in die Lunge den Erreger bekommen. Und dann bekommt man Lungenpest, sehr hohe Mortalität. Über 90% der Menschen sterben, wenn sie sich so infizieren. Und wahrscheinlich ist es auch zu dieser Zeit so gewesen. Was natürlich mit Menschen wandert, sind auch Sprachen. Und da kann man natürlich jetzt auch versuchen, vielleicht zu rekonstruieren, was könnten sich für Sprachen mit diesen Menschen in der Vergangenheit ausgebreitet haben. Und für die Sprachen, die wir heute sprechen, die ja zu den indoeuropäischen Sprachen gehören, gibt es zwei Hypothesen, wie die nach Europa gekommen sind. Das heißt, wie verbinden sich unsere Sprachen, die bis von Island bis quasi nach Indien gesprochen werden, miteinander? Das heißt, was ist die Verbindung zwischen Indien und Island? Und da gibt es diese zwei Hypothesen. Die eine ist, dass der Ursprung der Sprachen mit den frühen Ackerbauern war. Das heißt, ein anatolischer Ursprung. Mit dem Ackerbau kamen die Sprachen nach Europa. Die andere Hypothese sagt, nein, die Sprachen kamen aus der Steppe. Das heißt, von diesen Steppen, die sich nach Osten und Westen ausgebreitet haben, nach Europa. Und im Prinzip habe ich Ihnen gerade eigentlich Daten gezeigt, die für beides sprechen könnten. Wir haben Menschen, die aus Anatolien kommen, vor 8000 Jahren. Und wir haben Menschen, die aus der Steppe kommen, von vor 5000 Jahren. Also eigentlich wäre beides möglich, aber am Ende nicht ganz, weil die Anatolien-Hypothese würde sagen, nicht nur, dass Menschen von Anatolien nach Europa gekommen sind, sondern die müssten auch von Anatolien nach Indien gekommen sein. Das heißt, man müsste auch in Indien anatolische Gene finden. Tut man aber nicht. Das heißt, die Menschen in Indien tragen diese quasi Komponente nicht, die die frühen Ackerbauern bei uns haben. Das heißt, hier gibt es keine Verbindung. Aber die Steppen-DNA, die sich mit den Yamna ja ausbreitet nach Osten und Westen, die finden wir ab 3600, kommt die auch nach Indien. Und genau zu der Zeit kommen wahrscheinlich auch die indoeuropäischen Sprachen, das Ursanskrit, wenn man es so will, nach Nordindien. Wir haben da die vedischen Texte, die ältesten quasi religiösen dann auch Texte, die quasi indoeuropäischen Ursprungs sind. Das heißt, wir haben diese Verbindung wahrscheinlich durch die Steppe. Das heißt, wir können sogar sagen, dass sich mit dieser Steppen-DNA die Sprachen ausbreiten, die heute in Europa gesprochen wurden, heißt auch, die Sprachen, die in Südeuropa gesprochen werden und wurden, die nicht indoeuropäischer Herkunft sind, wie zum Beispiel das Baskische, was es heute noch gibt, aber auch das Paleosardo, was bis vor ein paar tausend Jahren gesprochen wurde, oder das Etruskische oder das Minoische, das sind alles nicht indoeuropäische Sprachen, die wahrscheinlich mit den frühen Ackerbauern dorthin kamen, aber dann vor 5000 bis 4000 Jahren wahrscheinlich verdrängt wurden durch diese Einwanderung aus der Steppe. Und was natürlich auch kommt mit Genen, ist der Bauplan, das heißt natürlich auch der Phänotyp. Das heißt, wir haben uns auch Gene angeschaut, die für den Phänotyp kodieren und wie die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Und das ist auch ganz spannend. Das heißt, was wir hier haben, ist die Zeit, 8000 vor heute bis heute. Und hier haben wir die Frequenz von bestimmten Genen, die bestimmte Phänotypen verursachen, zum Beispiel blaue Augen. Ja? Das heißt, wenn ich das angucke, das hier in Rot, das heißt, heute in Mitteleuropa haben 70% der Menschen ein oder zwei Gene für blaue Augen. Hat man nur eins, hat man meistens braune Augen, hat man zwei, hat man blaue Augen. Das heißt auch, dass wenn es 70% nur ist, dass nicht 70% blaue Augen haben, sondern nur ungefähr 20 bis 30%, weil natürlich viele dann noch ein Gen von braunen Augen haben und die, die zwei braune haben oder ein braun und ein blau, die haben halt braune Augen, weil das ist rezessiv, das wird unterdrückt. Gehe ich jetzt in der Zeit zurück, bis vor 4000 Jahren, sehe ich, dann nimmt die Frequenz von blauen Augen ab. Und gehe ich bis zu den frühen Ackerbauern, die aus Anatolien kamen, ist die Frequenz sogar so niedrig, dass wahrscheinlich kaum jemand blaue Augen hatte. Das heißt, die aus Anatolien eingewanderten Ackerbauern hatten hauptsächlich braune Augen.
Gehe ich jetzt aber noch weiter zurück in der Zeit bis vor 8.000 bis 10.000 Jahren, dann haben alle Jäger und Sammler Europas blaue Augen. Alle, die wir bisher analysiert hatten, hatten blaue Augen, die quasi vor 8.000 bis 15.000 Jahren in Europa gelebt haben. Ja, also blaue Augen war quasi die Augenfarbe der Ureuropäer. Interessant ist es jetzt aber, bei der Hautfarbe ist es ganz anders, als man das vielleicht erwarten würde. Nämlich die Hautfarbe, die helle Haut, die viele Menschen heute in Europa haben, fast alle, die in Mitteleuropa wohnen, die sieht man, die ist durch zwei Gene hauptsächlich bedingt und die ist fixiert. Das heißt, das haben alle Mitteleuropäer eigentlich, haben diese zwei Gene. Gehe ich zurück zu den frühen Ackerbauern, dann sehe ich, da ist die Frequenz von einem niedrig und von dem anderen noch viel niedriger. Das heißt, die hatten wahrscheinlich dunklere Haut als die Menschen, die heute in Europa leben. Das heißt, die frühen Ackerbauern, die aus Anatolien kamen, hatten dunklere Haut. Vielleicht auch keine große Überraschung, weil die Menschen heute in Anatolien haben auch dunklere Haut, weil da einfach mehr Sonne scheint, ist vielleicht besser auch dunkle Haut zu haben. Gehe ich jetzt aber noch weiter zurück zu den Jägern und Sammlern, ist die Frequenz dieses Gens für helle Haut null. Die hatten das noch gar nicht. Das heißt, die helle Haut, die gab es vor 10.000 Jahren in Europa noch gar nicht. Das heißt, vor 10.000 Jahren hatten im Prinzip alle Europäer so einen Phänotyp. Die hatten dunkle Haut. Wir können die nicht unterscheiden von Menschen südlich der Sahara und helle Augen. Also ganz anders als heute. Phänotyp, den wir so in Europa heute gar nicht mehr kennen. Das heißt, was ist passiert? Warum sind die Menschen plötzlich weiß geworden? Und das vor 6.000 bis 7.000 Jahren. Warum beginnt sich die weiße Farbe auszubreiten? Und eigentlich so richtig aus seit der Bronzezeit sind die Menschen scheinbar weiß. Also bis 4.000, vor 5.000 Jahren. Und das scheint etwas damit zu tun zu haben, dass die Menschen plötzlich Ackerbau betreiben. Denn als Ackerbauer nehme ich über die Nahrung kaum noch Vitamin D auf. Vitamin D ist in Fisch und Fleisch. Und früher Ackerbauern haben fast kein Fisch und Fleisch gegessen, wohingegen Jäger und Sammler davon ganz viel essen. Vitamin D kann man aber auch produzieren durch Sonnenlicht. Das heißt, eine Möglichkeit zu kompensieren, wenn ich das nicht über die Nahrung aufnehme, ist hell zu werden. Und in Europa ist das besonders wichtig, weil wir da besonders wenig Sonnenlicht haben. In Afrika ist das egal, da scheint genug Sonne. Da muss man sich eher vor der Sonne schützen. Aber in Skandinavien, da scheint quasi im Winter gar keine Sonne. Und das heißt, ich muss helle Haut bekommen, um genügend Vitamin D zu produzieren. Und deswegen sind wahrscheinlich auch die Menschen in Skandinavien die weißesten und die hellsten Menschen der Welt, weil die am weitesten im Norden Ackerbau betreiben. Ja, in anderen Teilen der Welt kann man so weit nördlich überhaupt keinen Ackerbau betreiben, aber wegen dem Golfstrom kann man das in Europa. Und deswegen sind die Menschen dort besonders hell geworden, um sich anzupassen an im Prinzip diese neue Lebensform, den quasi Ackerbau. Das heißt, wenn ich nach Schweden gegangen wäre vor 6.000, 7.000, 8.000 Jahren, dann hätte ich gesehen, dass die Menschen alle noch dunkel sind, so wie südlich der Sahara heute. Und weiß geworden sind sie quasi aus den letzten 5.000 bis 6.000 Jahren. Das heißt, zusammenfassend, was konnte ich Ihnen sagen? Die heutigen Europäer stammen von mindestens drei Ursprungspopulationen. Das heißt, wir haben diese Ureuropäer, wir haben die anatolischen Ackerbauern, die den Ackerbau zu uns gebracht haben und die einen Großteil unserer heutigen Gene ausmachen. Ja, also die meisten von Ihnen, wenn Sie aus Mitteleuropa kommen, haben quasi Gene von anatolischen Ackerbauern. Ja, sie sind sozusagen zum größten Teil genetisch gesehen Anatolier. Und dann haben wir im Prinzip diese dritte Komponente, die aus der Steppe dann vor 4.800 Jahren zu uns kommt, die quasi mit dieser zweiten großen Einwanderung zu uns kommt. Das heißt, die Ackerbauern stammen aus Anatolien, das ist ganz klar. Und vor 4.800 Jahren kommt aus dieser Steppe nördlich des Schwarzen Meeres diese Reiterpopulation mit dieser vielleicht einmal der Pest, aber auch wahrscheinlich auch einer neuen Wirtschaftsweise, nämlich große Viehherden vielleicht, das könnte man auch sagen. Oder vielleicht auch eine kriegerische Auseinandersetzung. Wie gesagt, es gibt da viele Hypothesen. Wir wissen nicht ganz genau, warum diese Menschen zu uns gekommen sind. Was wir aber sagen können, es waren mehr Männer als Frauen. Das heißt, diese Einwanderung aus der Steppe wurde hauptsächlich durch Männer vorangetrieben, wahrscheinlich beritten, wahrscheinlich vielleicht auch deshalb besonders viele Männer. Wir haben mindestens zwei Masseneinwanderungen während dieser sogenannten Jungsteinzeit. Es gibt natürlich auch wahrscheinlich einen Zusammenhang mit den indoeuropäischen Sprachen. Zumindest passt das perfekt. Der Sprachstammbaum passt perfekt auf den Ausbreitungsstammbaum dieser quasi Steppenkomponente in der Genetik. Und es ist die erste Pestwelle zu dieser Zeit über Europa rollt. Das heißt, mit im Prinzip Beginn der Bronzezeit vor 4.800 Jahren beginnt im Prinzip dann auch die Geschichte der Pest in Europa. Und eventuell hat das dann auch einen Einfluss auf die menschliche Wanderungsbewegung. Das heißt, dort, wo die Pest hinkommt, könnte es sein, dass die menschlichen Populationen kollabieren. Und vielleicht ist deswegen plötzlich auch Platz für diese Steppenmenschen. Und die Steppenmenschen sind immun oder mehr immun gegen diese Krankheit. Das heißt, könnte auch sein, dass es hier einen Zusammenhang zwischen Pest und genau diesem genetischen Umbruch kommt. Ja, und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen einen Vorgeschmack
geben für das, was wir hier bei uns im Institut machen. Vielleicht hat der ein oder andere mehr Interesse, zu einer anderen Veranstaltung von uns zu kommen oder auch mehr über uns zu lernen oder vielleicht sogar die Kinder oder vielleicht auch selbst ein Studium zu beginnen, was einen in dieser Art von Forschung vielleicht etwas vertiefen lässt. Da möchte ich mich natürlich jetzt bei meiner ganzen Abteilung bedanken. Wir sind ein sehr internationales Team. Wir haben über 25 Nationalitäten in der Abteilung und natürlich viele Mittelgeber, die uns diese Art von Forschung ermöglichen. Ich habe in 2019 auch ein Buch geschrieben, zusammen mit einem Freund von mir, Thomas Trapp, die Reise unserer Gene. Da ist noch viel mehr Geschichte drin. Im Oktober wird auch noch ein Nachfolgebuch kommen, was sich so ein bisschen mehr mit der menschlichen, menschlichen Erfolg beschäftigt. Das heißt, was macht uns zu Menschen? Was ist sozusagen der Charakter? Warum sind wir so erfolgreich gewesen, vielleicht im Vergleich zu Neandertalern? Das heißt dann Hybris. Vielleicht interessiert das denn anderen dann auch. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und hoffe, dass wir uns irgendwann mal persönlich begegnen können.